geht ab, Leute? Willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hab's euch gesagt, ich werde wieder versuchen, Spaß mit Pokémon Sonne und Mond zu haben. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, was ich mit den Spielen anfangen soll. Aber ich habe mir gedacht, was war denn cool an Sonne und Mond? Was war so richtig gut? Und die Alola-Form fand ich, wie die meisten anderen Leute wahrscheinlich auch, ziemlich cool. Also dachte ich mir, hey, ich suche mir einfach meine 6 liebsten Alola-Formen raus, slap irgendwelche Sets auf die und baue mir daraus ein Team. Ich werde euch einmal ganz kurz zeigen, was dabei rausgekommen ist. Ich habe Alola Kokowai, Pina Colada und das ist quasi das Herzstück einer der Strategien des Teams. Das hat den Bizarro-Raum, wie ihr sehen könnt. Und die Kiroya-Beere, wenn man die so ausspricht, gegen die sehr effektiven Eisattacken, die war auf jeden Fall Gold wert, definitiv. Dann habe ich Alola Slymog, der ist ziemlich gut im Bizarro-Raum und funktioniert auch außerhalb des Bizarro-Raums. Vor allem, wenn der Gegner versucht, den Bizarro-Raum auszustallen, kann man sich mit Flug dagegen absetten. Ziemlich, ziemlich cool. Alola Knogger ist natürlich einer der besten Bizarro-Raum-Nutzer, würde ich mal sagen. So generell, super starke Attacken, mega viel Angriff, recht langsam, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann musste ich natürlich auch noch Alola Raichu nehmen. Das ist jetzt nicht unbedingt gut für Bizarro-Raum, aber ist es halt einfach eine coole Alola-Form. Und mein Team kann auch anders. Ich habe nicht nur den Bizarro-Raum drauf. Ich habe nämlich auch noch Hagel-Modus mit Vulnona. Auch das ist, würde ich sagen, recht Standard, das Set. Ich habe den Eisbrocken, damit der Hagel möglichst lange anhält. Und dann natürlich auch noch Alola Sandama, um den Hagel optimal auszunutzen. Schwertanz und Delegator, falls man irgendwie einen Switch gut predikten kann. Und ich werde euch heute einfach mal zeigen, wie sich dieses Team online so geschlagen hat. Wenn euch dieses Video am Ende gefallen haben sollte, dann tut mir doch den Gefallen und like, kommentiert und abonniert, falls ihr das noch nicht habt. Das hilft dem Kanal und ja, dann gucken wir doch mal, wie sich das Team geschlagen hat. So, gegen meinen ersten Gegner habe ich, wenn ich mich richtig entsinne, meinen Trick Room Modus mitgenommen. Er leadet hier mit der Wolverock Velizify Form. Und ich lege mit Kokowai, das sieht mir stark nach Trick Room aus und ich denke mal, ich bin hier auch direkt auf den Bizarro-Raum gegangen, weil ich auch seinen Switch-Out predicted habe. Er möchte ja nicht einfach gewone-shottet werden, nehme ich mal an. Er geht hier raus, wie erwartet, in Metagross und ich meine, ich bin hier auf den Bizarro-Raum gegangen, schauen wir mal. Ja, da ist der Bizarro-Raum. Das ist jetzt natürlich gut und im Metagross habe ich auch einen halbwegs sicheren Switch-In mit Alola Knogger, jedenfalls wenn der Bizarro-Raum draußen ist. Solange er hier nicht auf den Zen-Kopfstoß geht, ist alles gut und wir werden mal sehen, auf was er gleich geht. Ich meine, er wird nicht auf den Erdbeben gehen, weil das wäre auf Kokowai sehr sinnlos. Aber er ist zumindest schon mal mega, das ist schon mal etwas dangerous. Und er geht jetzt zum Glück auf den Sternhieb, also alles gut, kann ich easy tanken. Alola Knogger ist bulky und haut rein. Ich gehe hier auf den Schattenknochen, weil damit habe ich absolut nichts zu verlieren, sehr effektiv auf Metagross. Und wird auch das Melodic hart treffen, wie man hier gleich sehen kann. Sehr solider Damage. Wir sehen hier noch Melodics Item, das ist der Heiß Orb und dadurch war ich mir jetzt nicht sicher, ob die Verteidigung verdoppelt wird oder nur auf plus 1 geht. Deshalb bin ich hier erstmal zur Sicherheit ausgewechselt zurück in Kokowai. Ich wollte nicht riskieren, dass der Schattenknochen dann nicht killt und dass das Siedewasser mich dann killt. Das wäre unnötig gewesen. Und das Siedewasser kommt hier auch, aber mit Kokowai hatte ich natürlich einen sehr sicheren Switch-In. Da gab es überhaupt keine Probleme. So, und jetzt kann ich natürlich wieder sehr safe auf den Holzhammer gehen. Er wird wahrscheinlich nicht drin bleiben. Aber der Holzhammer macht allen guten Schaden. Kokowai haut ganz schön rein und Holzhammer hat ja auch irgendwie 120 oder 130 Base Power. Das wird auch Metagross zumindest ein bisschen was tun. Puff, und es sieht einfach wunderschön aus. Das ist solider Damage, da kann man nicht meckern, würde ich sagen. Hier geht der Bizarro-Raum wieder zu Ende und das ist der perfekte Moment, um ihn wieder aufzusetzen, weil ich darauf gewettet habe, diesen Zen-Kopfstoß knapp zu überleben. Und da ich nicht zurückgeschreckt bin, kann ich hier ganz easy meinen Bizarro-Raum wieder herrufen. Und damit sieht es natürlich dann recht gut für mich aus. 4 weitere Bizarro-Raum-Züge. Hier kommt nochmal kurz mein Secret-Tech, die Kraftreserve Feuer für Stahl-Pokémon. Macht nicht so viel Schaden, muss man zugeben, aber... es ist trotzdem gut, um Stahl-Pokémon auch ein bisschen zu treffen. Hier wollte er mir einen Alola-Knogger-Switch aus der Nase ziehen, habe ich mir aber nicht gegeben, weil hätte keinen Sinn ergeben. Kokowai hat seinen Job getan. Und jetzt kommt Alola-Knogger und hat freie Bahn, einfach vollkommen auszurasten.
Ich denke, der Rest des Matches ist auf jeden Fall relativ vorhersehbar, würde ich sagen. Melodic kommt rein, Schattenknochen kommt, Melodic haut wieder ab. Obwohl Melodic das noch fast überlebt hätte, wäre dann die Verbrennung. Aber was hätte es geändert? So, Einzug mehr Bizarro-Raum. Ich hatte trotzdem auch noch Alola Slymog hinten drin. Also, da wäre nichts Großartiges mehr passiert, würde ich sagen. Und jetzt kann man hier einmal den Damage-Output von Alola Knogger bewundern. Diese Erdbeben ist nicht Stab. Wolverock Nachtform hat sogar gar nicht so eine schlechte Verteidigung, meine ich. Aber keine Chance. Absolut keine Chance. Easy One-Shot. Alola Knogger ist einfach ein Monster. Und auch Metagross, ich meine, ich habe 3 verschiedene Attacken, die das Ding sehr effektiv treffen. Das ist mal so alles, was ich dazu sage. Also da braucht man sich wirklich keine Sorgen machen. Ich gehe auf den Flammenblitz, weil ich den in diesem Match noch nicht benutzt habe. Und das reicht natürlich. Gut, damit gewinne ich 2-0 das erste Match. Man hat schon gesehen, Alola-Form Bizarro-Raum funktioniert recht gut. Ich habe aber noch ein Match für euch, wo ich nicht den Bizarro-Raum mitgenommen habe, sondern was anderes, einfach um zu zeigen, dass das Team auch anders kann. Ich meine, ist natürlich alles just for fun, muss man ganz klar sagen. Wenn man sich ein Team nach dem Motto baut, kann man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das Team super gut funktioniert. Aber es macht auf jeden Fall richtig Bock, wenn es dann doch funktioniert. Es fühlt sich dann nochmal ein ganzes Stück besser an irgendwie. Und ja, hier kann man mein schönes Alola Vulnona sehen. Und ich gehe hier einfach mal auf den Blizzard. Ich dachte mir so, wenn du Scarf bist, bist du Scarf. War ja aber nicht und das One-Shotted natürlich. Also da gab es jetzt nicht so die großen Probleme am Anfang. Und dann kommt Ramut. Und auch gegen Ramut ist Alola Knogger einfach der sicherste Switch in aller Zeiten. Ich kann super safe in Alola Knogger gehen. Ich habe zwar keinen Bizarro-Raum, aber das Ding kann mir halt nichts tun und Alola Knogger hat im Grunde keine Switch-Ins, deshalb ist das hier einfach relativ sicher. Alola Knogger, muss ich auch sagen, so von allen Alola-Formen hat das wohl die meiste Arbeit gemacht, definitiv. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt sagen würde, dass es mein Favorit ist. Also, ich kann mich nicht so richtig entscheiden zwischen Alola Knogger und Alola Slymog tatsächlich. Das finde ich richtig, richtig cool. Aber die beiden wären auf jeden Fall ganz oben auf meiner Liste, würde ich sagen. Hier kommt der Schattenknochen und naja, was soll man sagen, ne? Alola Knogger too strong einfach. Ganz klarer One-Shot. Warum er auf den Fall da reingegangen ist, weiß ich nicht. Vielleicht dachte er, er kann überleben und mich dann irgendwie killen. Hätte mich aber verwundert. Hier kommt die Shiny Pringles-Qualle. Ist natürlich auch nochmal schön. Und er beehrt uns nochmal mit einem Z-Move. Wie hieß er nochmal? Die Geist-Z-Attacke war das. Ewige Nacht, genau. Hatte ich auch gar nicht mehr so auf der Pfanne, wie die aussieht. Sieht aber ziemlich cool aus. Also hier nochmal eine schöne Demonstration einer Z-Attacke. Boah, fast schon eklig, ey. Und da muss ich dann leider auch Alola Knogger geschlagen geben, fürchte ich. Aber das macht nichts, weil jetzt kommt der Held, der Protagonist. Alola Raichu kommt auf seinem Schweif angesurft. Ich hab's Tali genannt, man sieht die Spitzname online ja leider nicht, aber es heißt Tali. Und es ist Wahlglas. Hier kommt der Wahlglas-Voltwechsel und der macht schon relativ soliden Schaden. Definitiv. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Und für den Geist-Move dachte ich mir, gehe ich nochmal dann direkt in Alola Vulnona. Damit der Geist-Move mir auch nicht so viel tut. Alola Vulnona hat ja sogar gar keine so schlechte Spezialverteidigung. Also das war noch recht safe getankt. Und ich habe den Gefriertrockner, der Wasser-Pokémon sehr effektiv trifft. Und damit kann ich natürlich auch dieses Match ganz einfach beenden. Das sind 2 Siege. Ich habe natürlich eine Menge Battles mit dem Team gemacht und also ich will nicht sagen, dass ich absolut viel versagt habe, weil das war definitiv nicht der Fall. Aber ich habe auch verloren, auf jeden Fall. Das hat nicht immer so gut funktioniert wie in den beiden Battles. Ich habe definitiv auch Matches verloren. Ich habe sogar mehrmals durch so richtig krassen Hacks verloren. Das war sehr übel. Eine Steinkante auf dem Glurak Y habe ich mit Alola Knogger gemisst. Jemand hat einen Double Protect gekriegt, um meinen Bizarro-Raum auszustallen. Und danach einen Eiszahn-Flinch, sodass ich den Bizarro-Raum nicht mehr aufsetzen konnte. Das war schon richtig übel. Aber im Großen und Ganzen hat das doch relativ gut funktioniert. Ich würde sagen, der MVP war auf jeden Fall Alola Knogger. Meisten Damage gemacht, hat im Trick Room richtig hart gesweept.
Mit Alola Sandama habe ich leider nicht so die coolen Sachen hingekriegt. Wenn ich dann doch mal es geschafft habe, mit Alola Sandama irgendwie das in Szene zu setzen, waren die Gegner nicht unbedingt zeigenswert. Und also ich würde sagen, ich habe hier schon die Battles genommen, die eher am sehenswertesten waren. Und ja, es hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wie gesagt, wenn euch das Video auch gefallen hat, dann liked es doch bitte und kommentiert und auch abonniert, wenn ihr es noch nicht habt. Und lasst mich wissen, ob ihr so eine Videos in der Zukunft öfter sehen wollt mit irgendwelchen Themen. Ich weiß noch nicht, mir hat es Spaß gemacht. Mal gucken, wie es so rüberkommt. Und damit bin ich dann für heute auch raus, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.